Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen Part von Let's Play Rogue Company. Heute geht es um eine Challenge, um eine ganz bestimmte Challenge, und zwar hier bei den Aufträgen der Saison Woche 1, die fünfte Challenge aus Woche 1. Setze in 10 Matches mindestens einen Gegner mit Primär-, Sekundär- und Nahkampfwaffen sowie einem Gadget und einer Fähigkeit außer Gefecht. Das hört sich jetzt im ersten Moment gar nicht mal so einfach an und ist es ehrlich gesagt auch nicht. So, was heißt es jetzt? Man muss in eine Runde gehen, egal in welchem Spielmodus, und dann muss man sich einen Char aussuchen und dann einmal mit der Sekundärwaffe, mit der Pistole, einen Kill erzielen, mit der Primärwaffe einen Kill erzielen, mit einem Gadget einen Kill erzielen, mit einer Nahkampfwaffe einen Kill erzielen und mit der Fähigkeit einen Kill erzielen. So. Sekundärwaffe ist klar, einfach mit der Pistole einen Kill erzielen. Primärwaffe auch klar, einfach mit der großen Waffe hier, mit einer von denen, Sturmgewehr, DMR, LMG, Schrot, Präzisionsgewehr oder Maschinenpistole, mit einer von denen einen Kill erzielen, auch klar. Nahkampfwaffe, mit einer Nahkampfwaffe einen Kill erzielen, auch kein Problem. Mit einem Gadget einen Kill erzielen, ja, da fängt es schon mal an. Potenziell kann jeder Rogue mit einem Gadget einen Kill erzielen, weil jeder Rogue mindestens ein Gadget hat, das Schaden macht. Jetzt ist es aber so, mit einer Semtex zum Beispiel, weil man die präzise werfen kann und weil die auch an Gegnern hängen bleiben kann, kann man meiner Meinung nach einfacher einen Kill erzielen, als jetzt mit einer normalen Granate oder einer Erschütterungsgranate. Was gibt's noch? C4. Genau. C4 ist stark. Wenn man das richtig wirft und der Gegner direkt daneben steht, wenn es explodiert, ist das safe ein Kill. Im Gegenzug zur Einschlagsgranate, von der braucht man mehrere, um einen Kill zu erzielen. Beziehungsweise der Gegner muss schon ein bisschen Leben verloren haben, damit er mit einer Einschlagsgranate gekillt werden kann. Aber das ist kein Problem. Einfach ein paar Mal draufschießen, werfen, ist kein Problem. So. Primärwaffe, kein Problem. Sekundärwaffe, kein Problem. Nahkampfwaffe, kein Problem. Gadget, kein Problem. Jetzt kommen wir zum Problem. Nicht jeder Agent hat eine Fähigkeit, die Schaden macht. Und da wird's jetzt tricky. Und ich habe mir jetzt hier die mit ihrer Fähigkeit Schaden machen können, die habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben. Dann habe ich mir die Liste so angesehen und dann habe ich mir so ein paar Gedanken drüber gemacht und erkannt, dass das teilweise gar nicht mal so einfach ist, beziehungsweise dass es mit manchen einfacher, also leichter geht, die Challenge zu schaffen als mit einigen anderen. So, zuerst mal die Liste mit denen, die diese Challenge überhaupt schaffen können. Das sind in alphabetischer Reihenfolge erstmal Cannon, Dima, Duke, Kestrel, Ronin, Seeker, Sigrid, Switchblade, Trench, Umbra und Vi. Die anderen können diese Challenge nicht schaffen, weil ihre Fähigkeiten keinen Schaden machen. Gehen wir es mal durch. Anvils Schild, also Anvils Barrikaden, so. Die machen keinen Schaden. Das heißt, eher mit Anvil kann man diese Challenge schon gar nicht schaffen. Mit Cannon kann man sie schaffen. Die Gatling Gun macht gut Schaden. Mit der kann man es schaffen. Sharks Fähigkeit belebt ihn wieder, macht keinen Schaden. Dahlia kann Leute wiederbeleben, macht keinen Schaden. Dallas kann Gegner aufdecken, macht keinen Schaden. Dimas Murph Launcher explodiert, macht Schaden. Fixers Heat Vision macht keinen Schaden. Glitches Hack macht keinen Schaden. Fixers Heat Vision auch nicht.
Glimpse kann sich unsichtbar machen, macht keinen Schaden. Jukes Drohnen machen Schaden. Kestrels Drohnen machen auch Schaden. Lancers Sprint macht keinen Schaden. Max Flashbang macht keinen Schaden. Phantoms Nanorauch macht keinen Schaden. Ronins Messer macht Schaden. Runways Koffer macht keinen Schaden. Glaube ich zumindest. Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob es Schaden macht, wenn man mit dem Koffer einen Gegner abwirft. Und selbst wenn, dann... Ich vertraue einfach mal darauf, dass das keinen Schaden macht. Weil, seien wir ehrlich, wer würde so einen Kill erzielen? Saints Rescue Drohne macht natürlich keinen Schaden. Scorches Fähigkeit, da wird's tricky. Lassen wir mal aus. Seekers Bogen macht Schaden, wenn man den Gegner damit trifft. Sigrids Fähigkeit lassen wir auch mal kurz aus. Switchblade Raketenwerfer macht Schaden. Talons Radardart macht keinen Schaden. Trenches Stacheldraht macht Schaden. Amras Arsenid macht Schaden. Und Weißgift macht auch Schaden. So, jetzt kommen wir zu Scorch und Sigrid. Bei denen beiden war ich mir im Vorhinein nicht so sicher, ob man mit ihnen die Challenge machen kann oder nicht. Deswegen habe ich es ausprobiert. Ich habe sowohl eine Runde mit Scorch gemacht, als auch eine Runde mit Sigrid. Und in beiden Runden mit der Pistole einen Kill erzielt, Nahkampf einen Kill erzielt, mit der Primärwaffe einen Kill erzielt, mit einem Gadget einen Kill erzielt und mit einer Fähigkeit einen Kill erzielt. So, jetzt ist es aber so. Sigrids Fähigkeit ist das ballistische Schild und da macht man ja durchaus mit dem Schild Schaden, wenn man mit dem Schild zuschlägt. Geht, funktioniert. Mit Sigrid kann man die Challenge schaffen. Mit Scorch allerdings, da bin ich mir nicht sicher, ob es an der Fähigkeit liegt oder aber ob es an der Nahkampfwaffe liegt, weil Scorches Fähigkeit erstmal, das ist eine Brandmunition und ich weiß nicht, ob das als Kill mit der Fähigkeit gewertet wird oder als Kill mit der Primärwaffe, weil man schießt ja mit der Primärwaffe, nur machen die Kugeln halt ein bisschen mehr Schaden, eben Brandschaden durch die Fähigkeit. Da bin ich mir nicht so sicher, ob es daran liegt oder ob es daran liegt, dass Scorch als Nahkampfwaffe Rosie hat, ihren Arm. Weil das kann ja auch nicht wechseln, der Arm ist so vorgeschrieben. Da bin ich mir nicht sicher, woran es liegt, aber mit Scorch kann man die Challenge nicht schaffen. Geht nicht. Ich hab's versucht. Dann machen wir mal weiter. So, jetzt haben wir die Liste mit den Leuten, die die Challenge schaffen können. So, jetzt ist es aber so, bei manchen ist es wegen der Fähigkeit nicht so einfach, die Challenge zu schaffen, weil, wenn man sich das mal überlegt, wann habt ihr das letzte Mal mit Trenches Stacheldraht einen Kill erzielt? Oder wann habt ihr das letzte Mal mit Weißes Gift einen Kill erzielt? Das sind so Dinge, die passieren, wenn überhaupt, nur sehr selten. Und deshalb habe ich jetzt mir so ein paar Agenten angesehen und ich habe die in so Kategorien eingeteilt. Und zwar fangen wir mal mit den Leuten an, mit denen man nicht so gut diese Challenge schaffen kann. Das sind drei. Das sind Juke, Trench und Vi. Bei Juke ist es so, ihre Drohnen, also die man irgendwo hinfliegen lässt, dann hocken die da und dann feuern die. Die machen nicht viel Schaden. Klar, wenn in einem hitzigen Gefecht, wenn man die Gegner ein bisschen runterschießt, und dann die Drohne auch noch raufgeht, kann es passieren, dass man mit den Drohnen einen Kill erzielt, aber es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Zudem hat Juke die Einschlagsgranaten, die nicht viel Damage machen. Ja, insofern würde ich sie nicht für diese Challenge empfehlen. Genauso wenig würde ich Trench empfehlen. Einerseits, weil er die Claymore, diese Minenfallen hat. Klar, die machen durchaus gut Schaden, killen auch vergleichsweise öfter als jetzt Jukes Erstschlagsgranate, aber ja, es gibt auch Situationen, in denen Leute
so einer Minenfallen-Explosion überleben können, beziehungsweise man kann sie auch sehen, dann schießen die Gegner sie weg, dann ist sie weg. Und dann muss man erst wieder warten, bis sich das Gadget wieder auflädt. Und ja, wie gesagt, Trenches Stacheldraht macht jetzt auch nicht so viel Schaden, dass man das sagen könnte. Ja, mit dem kann man leicht einen Kill erzielen. Klar, man kann sich bei Trench immer noch das extra kaufen, mit denen er mehr Schaden über, mit denen die Schaden über Zeiteffekte ein bisschen geboostet werden, aber ganz ehrlich, es ist immer noch eine richtig harte Aufgabe, mit einem Stacheldraht Kills zu erzielen. Klar, es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, vor allem weil der Stacheldraht auch nie, auch sehr einfach zerschlagen werden kann. Dementsprechend würde ich Trench auch sehr weit unten einordnen, wenn es darum geht, diese Challenge zu schaffen. Genauso ist es bei Vi. Vi hat die Brandgranate, mit der kann man durchaus Kills erzielen. Ist auch gar nicht so schwer, einfach die Gegner ein bisschen anschießen, dann Feuer hinterher und die sterben dran. Ist eigentlich ganz easy mit einer Brandgranate, aber auch hier haben wir wieder das Problem mit der Fähigkeit. Vi's Fähigkeit, die macht nicht viel Schaden. Die macht, ich glaube, 2 Schaden pro. Oh, oh, wie war das jetzt? Ich habe hier zum Glück noch die letzten Update-Notes bei mir liegen. Nee. Nee, nee, nee. Also, Vi's Fähigkeit ist nicht so ideal. Ich glaube 0,3. Ich glaube, die macht 2 Schaden pro 0,3 Sekunden. Nee, 0,5. Irgendwas dazwischen, irgendwas so rum. Ist auf jeden Fall nicht viel. 2 Schaden pro 0, irgendwas Sekunden ist nicht viel. Und man kann natürlich auch bei ihr dieses extra kaufen, mit der Schaden über Zeiteffekte geboostet werden. Dann macht die Fähigkeit 3 Schaden pro Tick. Ist auch nicht viel. Also pro 0,5, glaube ich. Oder 0,3. Ich bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall nicht viel. Dementsprechend würde ich auch Vi nichts dafür empfehlen, um diese Challenge zu meistern. So, dann kommen wir zur nächsten Stufe. Die nächste Stufe ist ein bisschen höher gestellt als die jetzt. Also gerade eben die drei Juke Trench Vi, mit denen würde ich es absolut nicht versuchen. Weil es einfach viel zu aufwendig ist. Dann geht es weiter zu Seeker und Ronin. Fangen wir mal mit Seeker an. Seeker hat die Bounce Nade, die wirklich ordentlich Schaden macht. Mit der kann man auch gut Kills erzielen, vor allem auch durch Seekers Fähigkeit. Seekers Fähigkeit ist ja, dass Projektile, das heißt Granaten oder der Pfeil, wenn die von Wänden abprallen, machen sie mehr Schaden. So, damit kann man auch mit der Nade instant besser Kills erzielen. Primarwaffe, Sekundärwaffe kein Problem, Nahkampfwaffe auch kein Problem. Dann kommen wir aber zum Bogen. Der Bogen an sich, ein normaler Bogentreffer, wenn der hittet, killt er nicht. Wenn er von der Oberfläche abprallt und dann hittet, macht er mehr Schaden, kann potenziell ein Kill sein, muss aber nicht. So. Und mit dem Bogen Gegner zu treffen, ist auch nicht ganz so einfach. Es ist aber trotzdem noch einfacher, mit Seekers Fähigkeiten einen Kill zu erzielen, als mit Trench. Aber ich würde auch davon abraten, weil es einfach viel zu aufwendig ist. Es dauert einfach so lange, bis man es schafft, mit dem Bogen einen Kill zu erzielen. Und wenn man verfehlt, muss man erst wieder eben erst wieder warten, bis er sich auflädt. Dauert viel zu lang und ist den ganzen Aufwand nicht wert. Genauso wenig Ronin. Ronins Radarpfeil, nicht Radarpfeil, Ronins Explosivdart, so, das Messer, kann geworfen werden, dann hängt sie irgendwo, dann aktiviert es sich, wenn ein Gegner vorbeirennt, explodiert sie, der Gegner ist down. Wenn man es gut platziert, kann man damit Safe Kills erzielen. Man kann aber auch noch auf anderem Wege mit Ronins Fähigkeit einen Kill erzielen. Und zwar, indem man das Messer direkt auf einen Gegner wirft. Ist ein Insta-Kill, aber wie gesagt, das muss auch erstmal treffen. Und
Ja, das ist auch nicht ganz so einfach. Ähnlich wie bei Seekers Fähigkeit. Man muss damit erstmal treffen und wenn man vorbeiwirft, muss man erstmal wieder warten, bis sich die Fähigkeit wieder auflädt. Und Ronins Messer kann, wenn es irgendwo steckt, auch weggeschossen werden. Dann ist es so wie Trenches Minenfalle. Erstmal weg und dann muss man wieder warten, bis es sich auflädt. Dementsprechend ordne ich Ronin auf derselben Stufe wie Seeker ein. Bisschen besser als Duke, Trench und Vi, aber jetzt auch nicht optimal, um diese Challenge zu schaffen. So, dann kommen wir zur nächsten Stufe. Mit der ist es dann doch schon ganz einfach. Hier auf dieser Stufe haben wir wieder drei Charaktere. Und zwar fangen wir mal an mit Dima. Dima kann schnell viel Schaden austeilen. Er hat gute Waffen, also Primarwaffe, Sekundarwaffe, kein Problem. Mit denen kann man easy Kills erzielen. Mit der Nahkampfwaffe auch. Und mit dem Gadget. Er hat ja die normale Nade. Und wenn man damit den Umgang ein bisschen übt, kann man sie köcheln lassen und dann schön werfen, dass sie im Prinzip instant einen Kill erzielt. Kein Problem. Die Fähigkeit eignet sich auch gut, um Kills zu erzielen. Er hat ja diesen Murph-Launcher, den man irgendwo hinschießt. Dann spawnen so drei explosive Sprengköpfe, die es in so drei Richtungen verschießt. Und die machen halt Flächenexplosionsschaden. Dementsprechend ist Dima ein guter Char, um diese Challenge zu schaffen. Genauso Kestrel. Von den Waffen her und von dem Gadget her kein Problem, mit ihr Kills zu erzielen. Und auch von der Fähigkeit. Sie hat ja diese die Halo-Drohnen, die an einen gezielten Punkt fliegen. Und wenn man weiß, wo ein Gegner hockt und wenn er nirgendwo anders schnell hin kann, kann man mit den Drohnen auch einfach einen Kill erzielen. Problem hierbei ist aber natürlich auch wieder, auch ähnlich wie bei Dima, da muss man so ziemlich genau wissen, wo ein Gegner hockt und man muss auch darauf hoffen, dass er lange dort sitzen bleibt. Weil ich meine, eine Drohne macht viel Schaden, killt aber nicht. Und bei Dima ist es auch so, wenn Gegner gerade wegrennen und nicht mal ganz mitten im Radius vom Murph Launcher sind, können die das auch durchaus überleben. Deshalb sind bisher beide hier auf dieser Stufe gut, aber noch nicht perfekt, um diese Challenge zu meistern. Genauso ist es bei Sigrid. Sigrids Fähigkeit, das Schild, da muss man nah rangehen. Da muss man auch darauf hoffen, dass Gegner in der Nähe sind und dass sie nichts haben, womit man Sigrid leicht kontern kann. Zum Beispiel eine EMP-Nade oder eine fies geworfene Semtex. Das kann, oder eine, überhaupt eine Nade, das kann Sigrid durchaus killen, wenn man da nicht so ganz aufpasst. Aber trotzdem ist es mit Sigrid auch relativ einfach, die Challenge zu meistern, weil durch das Schild halt nichts durchgeht. Wenn man mit dem Schild vor der Nade hockt und das Schild aber zur Nade hält, dann kriegt man keinen Schaden. Wenn ein Gegner auf das Schild schießt, macht es einem selbst nichts aus. Das Schild kann das alles wegtanken. Nahkampfangriffe tankt das Schild ohne Probleme weg. Dementsprechend ordne ich Sigrid auch auf dieser Stufe ein, okay, aber noch nicht perfekt. Ach ja, und Sigrid hat die Semtex, mit der kann man auch sehr einfach Kills erzielen. So, und dann kommen wir zur richtig, richtig guten Stufe, um diese Challenge zu meistern. Hier habe ich auch drei Charaktere eingeordnet. Das sind Kanan. Kanan kann mit seiner Gatling Gun einfach und schnell Kills erzielen. Klar, man muss die Gegner sehen und sie müssen auf einen zurennen, aber wenn sie in so einem Gang stehen, holt man einfach die Gatling Gun raus, schießt, mäht die weg und dann hat man den Kill. Easy. Dann Switchblade. Sie hat den RPG Launcher. Mit dem RPG ist es auch eine richtig einfache Sache, Kills zu erzielen. Klar, man muss wissen, wo ein Gegner hockt, aber dann schießt man einfach die Rakete in die ungefähre Richtung, der Gegner bekommt Explosionsschaden, das Nitro voll, nicht Nitro. Was war's? Napalm. Das Napalmfeuer verbreitet sich und man killt den Gegner weg, kein Problem.
Also mit Switchbird ist es auch kein Problem. Und mit dem ich die meiste Arbeit, könnte man sagen, gemacht habe, ist Umbra. Das zeige ich euch auch heute im Anschluss noch in dem Video hier. Umbra ist auch kein Problem. Ja, und das zeige ich euch jetzt. Dementsprechend in eine Runde Strikeout. So, hier sind wir jetzt in der Runde auf der Map Gefängnis. Ich gebe zu, Gefängnis ist nicht ideal, um die Challenge so zu schaffen, wie ich es jetzt vorhabe, aber ja, man muss im Prinzip einfach nur ein bisschen rumprobieren. So, und zwar mache ich das mit Umbra. Mit Umbra geht es meiner Meinung nach unter anderem am einfachsten. Klar, auch mit Switchblade und Cannon sollte das kein Problem sein. Ja, aber ich mache es mit Umbra. Ich hab den Rest jetzt auch schon mit Umbra gemacht. Dementsprechend kenne ich mich da auch schon so ein bisschen aus und weiß, wann ich was kaufen muss und. Und zwischendurch immer wieder mal einen Schluck trinken, nicht vergessen. Immer wieder mal was trinken. Wichtig, sehr wichtig. Schön hydriert bleiben. So, und ich sehe schon mal was, was mir ein bisschen gegen den Magen schlägt. Das ist Scorch. Denn Scorch erleidet ja, wie wir alle bestimmt noch wissen, nicht ganz so viel Explosionsschaden wie andere. Aber gut, bleiben noch drei weitere Möglichkeiten, um easy Nade-Kills zu erzielen. Let's get this over with. So, erste Runde, ich befinde mich jetzt hier in Strikeout, das ist ja auch einer der einfachsten Modi, um die Challenge zu meistern, weil man hier am Anfang halt 13.000 übrig hat. Dementsprechend kaufe ich mir eine Erschütterungsgranate und die Primärwaffe, somit habe ich eine Sekundärwaffe, eine Primärwaffe und das Gadget und die Fähigkeit, um Kills zu erzielen. Und das ist bei mir so, ich gehe da sehr gerne systematisch vor, damit ich halt die Dinge eins nach dem anderen abhaken kann. Ich beginne immer gerne mit Gadget und mit der Pistole, weil das unter anderem am schwierigsten ist, beziehungsweise weil es auch am längsten dauert, bis sich die Nade wieder auflädt. Oh, hi. Du könntest ein Nate-Kill sein. Nee, sieht eher nach Pistole aus, ja. So, und damit ist die Pistole abgehakt. Jetzt muss ich im Prinzip keinen Pistolenkill mehr machen. Es verbleiben Gadget, Fähigkeit und Nahkampf. Sind auch irgendwie lost. Na dann, wo gibt's Gegner? Wo gibt's Gegner? Ich brauche einen Nate-Kill. Ich brauche einen easy Nate-Kill. Was sagt denn ein easy Nate-Kill? Scorch ist kein easy Nate-Kill. Ah! Nee! Als ob das nicht genug Schaden gemacht hat. Gut, dann hole ich mir das Messer und als nächstes ziele ich auch explosiv an, damit Explosionen mehr Schaden machen. So, was fehlt noch? Nahkampf fehlt noch. Gadget. Und Fähigkeit. Fähigkeit mache ich jetzt. Das ist easy. Hi. Double Kill sogar. Nice. Nahkampf. Und Gadget. Komm, das wird ein Nahkampfkill. Das wird ein Nahkampfkill. Danke. That's one way to do it.
Ja, und sonst Nahkampfkills auch anschießen und dann direkt zuschlagen. So macht man Nahkampfkills. So, dann hole ich mir Explosiv und upgrade die Granate. Und das ist auch schon das Letzte, was mir überhaupt noch fehlt, die Granate. Ja. Sonst habe ich alles. Und da sieht man auch, so einfach kann es gehen. Gut, jetzt muss ich noch einen Nate-Kill hinlegen, aber das ist jetzt auch nicht so. Naja, also es ist. Man muss schon ein bisschen rumprobieren und wissen, ah, jetzt hat er Rüstung. Rüstung ist nicht gut. Die rennt rum. Ich sag euch, wie es ist. Es ist Dreck. Die Challenge ist einfach Dreck. Und jetzt muss ich warten. Ja. Jetzt muss ich warten, bis sich das Gadget wieder auflädt. Ach, und die stehen alle hier so toll in einer Reihe. Da habt ihr das jetzt gesehen? Angeschossen mit der Nahkampfwaffe hinterher. So macht man Nahkampfkills. Ach, da in den Gang rein, die Bounce. Nee, das wäre so schön gewesen. Jetzt habe ich ihn gekillt, ich Genie. Kann ich holen? Nee, doch nicht. Sie kann ich easy wegmachen, wenn sie halt nicht wegrennen würde. Verflucht. Hey, das geht hier alles fast ein bisschen zu schnell. Jetzt muss ich wirklich darauf hoffen, dass ich in der dritten Runde einen Nate-Kill mache. Ja, wie mache ich das? Wie mache ich das jetzt? C ist nicht schlecht. Mit C hier links, die Nate durch den Gang durch, das kann potenziell funktionieren. Aber nicht, wenn du hier durchläufst, du Genie! Nate-Kill. Das könnte der Nate-Kill sein. Yes! Habt ihr gesehen? Ich bin zwar draufgegangen, aber wen juckt's? Hauptsache ist, dass man die Challenge schafft. Und da spielt es jetzt auch keine Rolle, ob man die Runde gewinnt oder verliert. Das ist auch komplett egal. Ja, wichtig ist einfach nur, dass man irgendwie die Aufgaben meistert.
Punkt. Fertig, aus. Heieiei. Ja. Gut, die Runde gewinnen wir jetzt, aber es würde auch keinen Unterschied machen, wenn ich die Runde jetzt hier verlieren würde. Das ist wirklich komplett egal. Es macht keinen Unterschied. Man muss halt nur Kills, die entsprechenden Kills erzielen. Dann schafft man es. So. Holen wir uns unser letztes Ziel. Würde ich zumindest gerne. Aber irgendwie finde ich sie nicht. Ich fühle, das wird ein Messerkill. Oder noch ein Nate-Kill. Das ist, ich habe jetzt nicht gesehen, was es war. Es könnte die Nate gewesen sein, muss aber nicht. So. Das war tatsächlich ein Sieg. Und beim Battle Pass, der Battle Pass müsste jetzt um 2000 Experience Points hochgehen. In der Theorie. Weil ich meine, ich habe... hier, die MR leveln, da hat im Übrigen sehr, sehr lange. Ja, Secondary, das dauert, also Pistolen zu leveln, das geht eigentlich relativ schnell. Wenn es jetzt nicht gerade der Revolver ist. Der Revolver war da doch auch schon ein bisschen länger. Und unten, die Battle Pass Leiste geht um 2000 hoch. Perfekt. Das heißt, die Challenge ist abgeschlossen. Ja. Und das war's. Jetzt müsst ihr noch... Gibt zwar... Ja gut, das ist kein Problem. Das habe ich in 3-4 Matches wieder drin. Na gut. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video. Kommentiert und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.